So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Saisonstart im Supercup. Und zwar müssen wir wie so oft gegen den BVB ran. Wir spielen in roten Trikots von rechts nach links und es wird sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, die Dortmunder bestimmt auch eine starke Vorbereitung gespielt. Da gehe ich mal stark davon aus. Wir spielen in unserem 4-4-2-System, wie wir es auch in der letzten Folge schon angekündigt haben. Und ja, schauen wir einfach mal, wie wir uns hier gegen Dortmund zeigen. Hier gibt es schon die erste gelbe Karte gegen Hernandez nach dem Foul hier an Haaland. Die erste Freistoßmöglichkeit für Dortmund, aber bereinigt. Lewandowski, gute Flanke auf Šeško. Coman. Thomas Müller, Sané auf links. Ja, die finden noch keine Durchschlagskraft da vorne. Jetzt mal gutes Dribbling von Sané, geht in den Strafraum, aber sein Schuss wird noch abgeblockt. Keine Gefahr für den Torhüter. Goretzka holt sich den Ball zurück, sehr gut. Malen. Rainer. Auf Haaland müssen wir natürlich vorne bzw. hinten aufpassen. Unberechenbar der Typ, mit Malen im Sturm auf jeden Fall ein gutes Sturmduo, was der BVB da vorne bildet. Ja, die Flanke war auf jeden Fall nichts. Abstoß. Und jetzt wieder Sané, der aber direkt den Ball verliert, aber den Ball nochmal bekommt, wieder hängen bleibt. Super Pass von Thomas Müller. Da hätten sie mehr draus machen müssen. Haaland. Jetzt war er fast durch gewesen. Coman. Lewandowski. Guter Pass. Šeško kann sich im Dribbling nicht durchsetzen. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Bekommt den Freistoß und es gibt die gelbe Karte für Mats Hummels in der 39. Minute. Steht noch 0:0. Jetzt bekommen wir den ersten Freistoß. Kann man geben, ne? So, Sané führt aus. Ja, Pavard war es, glaube ich, mit dem Kopfball. Aber nicht wirklich eine Gefahr. Für das Dortmunder Tor natürlich. Nächste gelbe Karte für Upamecano. 44 Minuten gespielt. Weiterhin 0:0. Ein absolut ausgeglichenes Spiel hier meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Ballbesitz. Ja, 53:47 zeigt die Anzeige hier an. Und somit gehen wir mit diesem torlosen Spiel in die Halbzeitpause. Das wollte ich sagen. Ja, also wir brauchen vorne auf jeden Fall mehr Durchschlagskraft. Die beiden Innenverteidiger haben schon beide gelb. Da müssen wir echt aufpassen jetzt, dass wir da uns nicht eine rote noch einfangen. Auf außen geht auch noch nicht so wirklich viel. Sané, Coman, bringen wir mal Odoi da auf rechts, beziehungsweise würde ich da einfach, naja, ist egal, der kann ja auch rechts spielen, ne? Ja. Der kann auch rechts spielen. Vorne, die beiden bleiben erstmal vorne, aber mehr machen wir erstmal nicht. So. Wir haben da gut gespielt, allerdings hat vorne hat uns einfach ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt.
Vielleicht machen wir das jetzt in der zweiten Hälfte besser. Goretzka. Ball ist zu weit, kommt Odoi nicht mehr ran. Haaland im Abseits. Gut rausgerückt, wie man hier sehen kann, die Viererkette. Haaland dadurch ins Abseits gestellt. Und jetzt wieder Cesco. Lewandowski, wieder mal zu Hülz mit dem Foulspiel. Der auch schon die gelbe Karte hat. Sané beim Freistoß. Gut gehalten. Gibt nochmal Eckball. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich würde hier schon gerne. Komme ich hier gar nicht auf die Einstellungen? Doch, da. Optionen. Okay. Gar keine Wiederholung gesehen gerade. Schade. Bei dieser Riesenmöglichkeit hier das 1:0 zu erzielen. Wir sind jetzt klar die bessere Mannschaft. Lewandowski und wieder Thomas Müller war es, glaube ich. Oh Mann, da hat nicht viel gefehlt. Solche Chancen müssen wir eigentlich machen. Marco Reus jetzt mal mit dem Distanzschutz. Aber kein Problem für Manuel Neuer. 63 Minuten gespielt. Weiterhin 0:0. Malen. Malen im Abseits. Windal. Gute Flanke von Windal. Thomas Müller dann nochmal im Nachschuss. Ich weiß nicht, wer vorher noch an dem Ball war, der an die Latte geprallt ist. Und Müller dann mit dem Nachschuss, der leider auch nicht im Tor landet. Also, wir haben wirklich viele Chancen bis jetzt kreiert, um hier das Tor zu erzielen. Jetzt nochmal Cesco. Und nächstes Foulspiel. Jetzt gucken wir mal, das war vielleicht doch nochmal. Boah, was ist denn hier los? Wieso hat der eine Note 6? Das ist ja nicht so schön, ne? Stellen wir Sané mal auf rechts. Vielleicht klappt das dann besser. Lewandowski nehmen wir mal raus. So, Musiala kommt für Thomas Müller nochmal rein. Das sollte reichen. So, Sané nochmal beim Freistoß. Wieder in die Mauer. Nochmal Sané jetzt. Das war's dann auch schon wieder. Jetzt der Konter über Malen. Ja, der wird gefoult. Nächste gelbe Karte für Windal in der 77. Minute. Malen einfach zu schnell. Ne? Da hat er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst. Oh, Neuer, eine super Parade hier. Ne? Gut gehalten, diesen Freistoß. War ganz gefährlich. Odoi. Oh, er geht in den Strafraum rein. Gibt es Elfmeter jetzt oder gibt es Freistoß? Ja, es gibt Freistoß, aber es war schon, ne? Das war eigentlich schon im Strafraum, oder? Sehr fraglich auf jeden Fall, Musiala. Ball im Aus. Nächste Auswechslung. Neuhaus geht raus, Ranier geht rein. 87. Minute läuft. Tell bekommt nochmal den Freistoß. Sané. Ah, unsicher der Torhüter. Windal. Und da ist der Mann mit der Nummer 10. Wer hat die Nummer 10? Musiala. Musiala im Abseits. Also so wie es aussieht, wird es hier Verlängerung geben.
Haaland jetzt nochmal. Wird auch nochmal gefoult. Jetzt wird es nochmal interessant. 3 Minuten gibt es oben drauf. Jetzt nochmal der Freistoß. Bereinigt. Und das war's. Die 90 Minuten sind um. Wir gehen in die Verlängerung. Was für ein Spiel. Ist echt ein gutes Spiel, muss ich sagen. Also unterhält mich sehr. Auf beiden Seiten Tormöglichkeiten. Wir sind ein bisschen besser. Ehrlich gesagt, in der zweiten Hälfte sind wir gut gestartet. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz auch. Haben mehr Chancen kreiert. Rausgespielt auch. Meine ich. Aber haben halt das Tor nicht gemacht. Malen. Oh, was für ein dickes Ding hier von Upamecano. Wir kommen raus in die Verlängerung und gleich die erste Aktion. Es gibt Elfmeter. Ja, und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Und Haaland macht das 1:0. Da fehlen mir gerade jetzt echt ein bisschen die Worte. Odoi. Cesco gleicht aus direkt in der 96. Da steht 98, obwohl wir erst 97 gespielt haben. Ich sage 96. Minute. Super rausgespielt. Lässt den Torhüter keine Chance und gleicht die aus. Sané. Haaland. Natürlich auch immer wieder gesucht da vorne. Super Pass auf Tell, der nicht im Abseits steht. Flanke. Da ist wieder Cesco. Fast das 2:1. Aber gut gehalten. Freistoß Dortmund. Nächster Freistoß. Die ersten 15 Minuten sind gleich um. So. Jetzt bin ich gespannt. Die zweiten 15 Minuten der Verlängerung. Gehen wir es an. Odoi. Gut durchgesetzt da. Jetzt aber wieder der BVB. Tell. Wieder Odoi links. Flanke, aber Lafont hat aufgepasst. Wieder ein guter Pass auf Odoi. Und dann der Fehlpass. Der hätte vielleicht noch ein bisschen gehen sollen. Neuer spielt mit. Sehr souverän. Musiala. Cesco. Ja, wollte da auf Tell passen, der aber geblockt wurde. Hernandez. Sané. Super Flanke. Klasse Schuss hier. Ah, da hat nicht viel gefehlt, ne? Noch 3 Minuten. Gibt es hier Elfmeterschießen, Freunde? Nächstes Foul von Odoi. 3 Minuten gibt es oben drauf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Distanzschuss von Marco Reus, glaube ich, war es. Aber der Ball geht meilenweit am Tor vorbei. Und das war's. Auch nach 120 Minuten oder 123 Minuten gibt es keinen Sieger in diesem Spiel. Das heißt, wir gehen ins Elfmeterschießen. Und das wird natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Ja? So, Musiala tritt als erstes an gegen Lafont und macht den Treffer. Haaland für Dortmund. Haaland gegen Neuer. Neuer war dran, aber er macht das Tor. Als zweiter Schütze Neuer gegen Lafont und er macht ihn auch rein. Malen für Dortmund. Keine Chance für Neuer. Ne? Leon Goretzka.
Goretzka. Souverän. Und der Kapitän des BVB, Marco Reus gegen Manuel Neuer. Wieder die Ecke, wieder war Neuer dran. Konnte ihn aber nicht abwehren. Jetzt Sané für uns. Sané macht ihn auch rein. Guerreiro für den BVB. Verschießt er oder trifft er? Ach, wieder. Neuer dreimal in derselben Ecke. Leider dreimal nicht den Ball abwehren können. Jetzt nochmal Pavard gegen Lafont. Pavard und er verschießt. Und jetzt wird es interessant. Wenn Dortmund jetzt trifft, ist es vorbei. Julian Brandt. Und er trifft. Und wir haben dieses Spiel verloren. Im Elfmeterschießen mit 6:5. Ja, auch ein bisschen Pech dabei gewesen. Manuel Neuer war dreimal in der richtigen Ecke, konnte aber die Bälle nicht abwehren. Ja, so ist es. Pavard hat verschossen. Und am Ende macht Brandt den Treffer. Und ja, wir gehen als Verlierer vom Platz, obwohl wir das Spiel über weite Strecken dominiert haben auch, was man auch an den Statistiken hier ablesen kann. Aber gut, Elfmeterschießen ist auch immer mit Glück verbunden. Diesmal war das Glück nicht auf unserer Seite, wir verlieren mit 6:5 und ja, gehen somit als Verlierer hier aus diesem Supercup-Finale. So ist es. So bleibt es. Trotzdem will ich Neuer jetzt auch keine Vorwürfe da irgendwie machen. Es ist halt, wie gesagt, im Elfmeterschießen auch immer eine Glückssache. Ne? Lafont hat auch keinen Elfmeter gehalten. Pavard hat halt an die Latte geschossen. Ne? Also es war halt, ja, Pech. Auch ein bisschen Pech dabei, ehrlich gesagt. Ne? Gut, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Šeško hat in seinem ersten Pflichtspiel für uns getroffen. Das freut mich für ihn. Und ansonsten war es ja trotzdem ein super Spiel hier. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und es wird eine spannende Saison, glaube ich. Das war ein super Spiel hier von beiden Mannschaften. Und ja, als nächstes geht es dann im DFB-Pokal ran. Freue ich mich drauf. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Ciao.